Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Inside World Spirit Shots. Heute dreht sich alles um geistige Früchte, von der Spiritosen bis zum 100% Destillat. Und wir begeben uns jetzt virtuell nach Südtirol. Dazu möchte ich jetzt Herrn Helmut Oberhofer von der Brennerei Rona, er ist dort Brennmeister, recht herzlich begrüßen. Servus Helmut. Hallo Wolfgang, grüß dich. Ich habe es ja wahrscheinlich volle Brennsaison bei euch. Wie lange gibt es eigentlich Rona schon? Also Rona gibt es eigentlich seit 1946. Er war immer am Standort Tramin im Süden Südtirols. Also das ist unser Standpunkt, da arbeiten wir, da leben wir auch. Und da wachsen auch zum großen Teil unsere Früchte. Das wird ja auch den Grund gehabt haben, der Standort, weil ihr in einem Obstparadies seid. Da wächst ja vom Apfel, Birn bis zum Wein, ihr habt ja alles zur Verfügung. Genau, das ist auch ein bisschen unser Erfolgsgeheimnis, dass wir kurze Wege haben. Bei uns wächst alles vor der Haustür. Wir haben Äpfel, wir haben Birnen, wir haben Wein, wie du schon sagst. Das ist ja der Grundstoff dann für unsere Triester, für unseren Grappa. Und deshalb halten wir an diesem Standort fest. Was war eigentlich zuerst? Der Wein, sprich der Weinbrand, oder das Obst, der Obstbrand? Ja, angefangen hat alles 1946 mit einem, damals hat man noch Treber gesagt, also mit einem gemischten Dresdnerbrand. Das war das erste Produkt von Rona. Das war ja praktisch ein Ort Grappa im weitesten Sinne, oder? Ein gemischter, ein Cuvée. Ja, genau, das war damals schon ein Grappa, natürlich wie man ihn heute auch kennt. Okay. Was mich interessieren würde, welches Sortiment habt ihr inzwischen? Ich habe ja, glaube ich, bis zum Whisky die unterschiedlichsten Produkte, die ihr im Verkauf und in der Produktion habt. Ja, wenn man da jetzt so ein bisschen die Historie, weil wir schon gerade bei 1946 sind, so ein bisschen durchspielt, dann startet es effektiv mit Grappa, wie du schon gesagt hast. Dann in die 70er Jahre hat man sich auf die Früchte konzentriert, ist dann mit Williams relativ schnell groß geworden. Kirsch, Aprikose durften natürlich auch nicht fehlen. Dann hat man immer schon Mazerationen gemacht. Immer schon Himbeergeist, einer von unseren traditionellen Produkten im Haus. Liköre durften nicht fehlen. Der klassische Eierlikör hat mittlerweile eine lange, lange Karriere bei uns im Haus und ist immer noch am Regal. Was haben wir dann noch gemacht? Natürlich in letzter Zeit sind wir auch auf die neuen Produkte ein bisschen gegangen. Also wir waren die Ersten, die Gin produziert haben in Südtirol, Italien, also vor 8 Jahren, wo die Welle, sagen wir noch, am Starten war von Gin, waren wir die ersten Destillateure, also nicht Blender oder Mischbetriebe, sondern wir waren die erste Destille, die selber Gin destilliert hat. Und dann Rum haben wir gemacht, die ersten Experimente im Fernen 2012, 2013 haben wir das erste Mal ein bisschen mit Rum experimentiert. Und wie du schon gesagt hast, jetzt das letzte Baby im Haus ist unser Terlin und Whisky. In Zusammenarbeit mit der größten Südtiroler Brauerei Forst haben wir den vor, glaube ich, 2 Monaten auf den Markt gebracht. Das ist natürlich ideal, die können einen Aufschluss machen, ihr macht dann die ganze Destillation. Und wenn ihr das Thema Destillation anspricht, ihr habt ja unterschiedliche Brenngeräte, unterschiedliche Brenntechniken, wahrscheinlich auch für unterschiedliche Produkte. Ja, ganz genau. Also in unserer Brennerei, du warst ja selber Gast bei uns, hast es ja auch live erleben dürfen. Bei uns ist jede Technik, die, glaube ich, verwendet wird in der Welt der Destillation vorhanden. Sprich, wir haben kontinuierliche Brenngeräte, wir haben die klassischen Doppelbrand, Alambiki, wie wir sagen, also Kessel haben wir stehen. Wir haben die Luisa stehen, die hast du auch kennengelernt, das ist der größte Brotstill in den Alpen mit über 2000 Liter Volumen. Die brauchen wir vor allem auch für Extraktionen, die kann natürlich im Vakuum destillieren. Wieso hat die Luisa, vielleicht kannst du dich erinnern, Hommage an unsere Gründeroma. Es war ja nicht der Gründervater, nicht nur, sondern auch seine Frau. Und damit die auch Hommage kriegt, haben sie eben Luisa genannt. Und wir experimentieren auch viel mit Jim Basket und so weiter. Also bei uns kann man wirklich jede Brenntechnik sehen, was es eigentlich so gibt. Ihr seid ein sehr authentischer Betrieb. Das heutige Thema sind eben Früchte mit Geist. Ich möchte mit dir
über die Verarbeitung praktisch von Obst reden, wenn du so willst, von der klassischen einfachen Spirituose bis hin zum 100% Destillat. Jetzt haben wir die Frage, die Bezeichnung 100% Destillate gibt es ja nicht, die ist ja privat. Aber stellt ihr genauso Produkte, wenn man so will, in dieser Kategorie her, wo praktisch nichts dabei ist, wo die blanke Frucht vergoren wird, kein Fremdalkohol dabei ist, kein Zucker, nichts dabei ist und die Produkte eben so verkauft werden. Habt ihr diese Range genauso im Angebot? Also natürlich, wenn du jetzt unseren klassischen Williams hernimmst, wir machen ja 5 verschiedene Williams im Haus. Das sind natürlich Brände, also Obstbrände im klassischen Sinn, ohne Aromazusatz. Also alles, was in der Nase und am Gaumen da auf uns zukommt, kommt aus der Frucht, aus der Gärung, also primär sekundäre Aromen. Das Einzige, wo ich muss sagen, was wir machen, ist, laut Gesetz dürfen die Fruchtbrände ja gezuckert werden. Und das machen wir natürlich, wenn wir also Abrundungen machen. Aber wie es eben auch schon im Gesetz steht, der Zucker soll kein Aroma sein, sondern der Zucker soll dazu da sein, das Produkt abzurunden. Und deshalb ändert sich diese Zuckermenge auch stetig, vor allem saisonal. Okay, das ist geregelt. Der Zucker richtet sich eben danach, so wie es eben das Produkt harmonisch und rund macht. Okay, das ist jetzt mehr oder weniger der ganze Edelbrand. Wenn man jetzt das Produkt drunter hernimmt, dann reden wir über die Geiste. Produziert ihr Geiste genauso? Ja, genau. Wir haben eine kleine Geistbrennerei, wo wir natürlich, wir nennen das die kleinen Früchte mazerieren. Die kleinen Früchte sind bei uns zum Beispiel der klassische Himbeere, also Himbeergeist zu produzieren, wo wir mit reinem Alkohol arbeiten aus landwirtschaftlicher Produktion. Wir haben uns da entschieden bei den Geisten für Getreidesprit. Getreidesprit einfach für mich der ideale Sprit, um Mazerationen von feinen Früchten zu machen. Wir machen dort zum Beispiel einen Schlehengeist noch dazu, einen Haselnussgeist, ohne Nougat, ohne Nutella-Geschmack, also richtig genau so, wie es sein soll, dass man einfach das, was die Frucht hergibt, durch den Alkohol mazeriert und dann in ganz kleinen Brennblasen zu 250 Liter abdestilliert. Zur Erklärung auch für unsere Zuschauer, ein Geist darf eben keinen Zucker haben. Sobald der Geist Zucker hat, darf er wieder nur mehr als Spirituosen bezeichnet werden. Liege ich da richtig? Völlig komplett richtig, ja genau. Okay, ich habe ja verschiedene, du hast ein Beispiel jetzt von der Williams gebracht. Wir in Österreich haben ja die Bezeichnung Schnaps. Eine Herkunftsbezeichnung darf man nur in Österreich verwenden. Und Schnaps darf ja genauso gesprittet werden. Schnaps braucht 33% Anteil bei uns in Österreich von praktisch dem Fruchtdestillat. Und der Rest wird dann eben gesprittet und je nachdem, ob Zucker gebraucht wird oder nicht, wird er beigefügt. Macht ihr praktisch, was diese Produktionsmethode angeht, genauso Produkte? Nein, das machen wir nicht. Also wir sind auch, ich sage mal, mit unserem Geist im Reinen. Das passt da, glaube ich, ganz gut so. Ja. Wir machen die Schiene fahren wir nicht. Wir sind für Natur, für Reinheit. Und somit wärst du unsere Williams nicht verfälscht so mit irgendwas, sondern das, was in der Flasche ist, wenn Brand draufstand, dann ist bei uns keine Sprittung, also kein Schnaps auf der Etikette drauf, sondern von Kirschwasser, Aprikose, Williams ist das die reine Frucht ohne Zusatz von Alkohol. Wenn wir über die Geiste sprechen, mehr oder weniger ein Pendant dazu, ist ja die Herstellung durch Mazeration und Destillation. Sollte ich vielleicht ganz kurz erklären. Es darf eben 20% bei 100 Kilogramm Frucht darf eben 20 Liter Ethylalkohol dazugefügt werden und das wird destilliert. Habt ihr da auch diese Technik in Anwendung oder nur rein Geist, reine Frucht, reine Destillation, reines Produkt? Na, du hast vollkommen recht. Die Destillation, Mazeration, die nutzen wir auf alle Fälle, um natürlich auch dem Kunden preislich ein bisschen entgegenzukommen. Das macht keinen Sinn, wenn man da auf dem Regal Produkte haben, die dann über 100 Euro die 0,3er Flasche kostet. Das wäre für uns eigentlich ein Nonsens. Wenn uns der Gesetzgeber diese Möglichkeit gibt, dann nutzen wir die auch und den machen wir auch. Also wir haben ein paar Produkte, wo wir dieses Thema nutzen. Zum Beispiel auch die Vogelbeere bei uns kommt aus Mazeration und Destillation. Was man dazu sagen muss, du hast das wunderbar erklärt, dieses Gesetz. Was ich noch dazufügen möchte, ist, man darf
bis zu 20% dazugeben, aber man muss nicht. Man kann auch drunter bleiben. Und das ist vielleicht so ein bisschen Geheimnis von unseren Mazerationen, wo wir qualitativ sehr, sehr nah eigentlich am 100% Mazerat drinnen sind. Also ich muss nicht 20% Alkohol dazugeben, sondern ich darf. Ich kann aber auch ruhig drunter bleiben. Oder mit der Qualität der Früchte zu tun, logischerweise. Ja, Wolfram, da gebe ich wieder vollkommen recht. Der Zusatz des Alkohols hängt natürlich von der Qualität der Früchte ab. Desto mehr wir in der Fruchtqualität investieren, desto geringer kann dann auch der Alkoholanteil sein. Kennst du eigentlich die Schweizer Vieh- oder Vieux-Produkte? Du wirst lachen, das habe ich schon einmal versucht nachzumachen. Ja, wie hat ein Freund, den du ja auch kennst, einmal gesagt, das ist eigentlich ein klassischer Spirituosen. Weißt du, wie die eigentlich produziert werden, was da die gesetzlichen Bestimmungen sind? Ganz genau weiß ich es jetzt leider nicht. Ich habe es einmal probiert, weil es mir einfach so von der Idee her gut gepasst hat. Und ich habe mir einfach gedacht, das könnte eine Alternative sein, einmal was Neues, eine Alternative zu den klassischen Bränden zu bringen. Habe es dann aber irgendwann dann wieder in die Schublade gesteckt und habe mich wieder auf meine Brände konzentriert. Ich will es nur für unsere Zuseher kurz erklären, die Vieh- bzw. Vieux-Produkte müssen mindestens 15% Alkohol, Alkohol haben und mindestens 20 Gramm gezuckert werden. Deswegen sind es klassische Spirituosen und die Liköre, das wäre dann 100 Gramm. Und was das Tolle eigentlich ist, die lagern diese Produkte, ob das ein Williamser Apfel oder eine Himbeere ist, genauso im Holzfass. Das heißt, das sind irrsinnig runde Produkte, die irrsinnig leicht zum Trinken sind. Jetzt das Stichwort Trinken. Du hast ja einige Produkte von euch vorbereitet, die wir jetzt durchbesprechen. Wenn du bitte da dein erstes Produkt nehmen könntest und das eben verkostest und uns beschreibst.